Was passiert in dieser Folge? Oh, ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Mann, nicht so was, alles kann man sehen. Ist deine Kopf kaputt, Junge? Ist deine Kopf kaputt? Ich liebe Kevin, du musst dich verstehen. Du liebst nicht Kevin. Was passiert mit deinem Kopf, wenn du nicht abonnierst? My name's Scott Bradford. Aua, aua, Mama, schnell abonnieren. I'm 19, I'm gonna be 20, like December. Meine Sohn auf liken, sonst kann das passieren. Herzlich willkommen, Community. Was passiert mit meinem Kopf? Ihr denkt euch mal wieder, was passiert mit dieser Lobby? Freunde, wir sind heute mit Tamo, Lilly und Kevin am Start. Das Ding ist, wir haben schon seit langem nicht mehr so gespielt. Und das sind meine Lieblings-, wie soll ich sagen, so Lieblingsmenschen, mit denen ich so gerne mal Fortnite spiele, weil die sind alle so sympathisch. Herzensgute Menschen, muss ich ehrlich sagen. Und die sind genauso gute Herzensmenschen wie euch. Wie ihr da draußen, wenn ihr Credit Card I'm Natives als Unterstützung einträgt. Ich küsse euer Herz und folgt mir mal auf Ehre auf Instagram, weil es werden zurzeit YouTube-Kanäle gelöscht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch irgendwo ein bisschen Angst, dass mein Kanal irgendwann gelöscht werden sollte. Also ich denke nicht, dass es passiert, aber zur Sicherheit folgt mir auf Instagram, da ich iMnatis, dass wir niemals den Kontakt verlieren und dass wir immer wissen, was Zweitplan ist, falls irgendwas passiert. An der Stelle, wir spielen jetzt ein bisschen Teams zusammen. Tamo, was geht, Digga? Wir haben lange nichts mehr von dir gehört. Hallo! Wieso nichts gehört? Viel gehört. Das gehört, dies gehört. Hallo! Ehrenmann. Lilly, was geht? Was passiert, Mann? Ja, ja, ja. Was geht ab, Mann? Geil. Kevin, wie geht's dir, Bruder? Ja, mir geht's ganz gut. So, was geht dir? Wie geht's dir? Alles gut bei dir oder nicht? So lieb dieser Junge, ja? Ich mag diesen Kevin, ja? Dieser Junge ist so lieb. Aber warte. Ich möchte ehrlich gesagt wissen, Tamo, was ist jetzt eigentlich passiert mit Ihnen und Lilly? Sind die noch zusammen oder nicht mehr, Tamo? Nein, die sind jetzt beste Freunde. Echt? Nicht zusammen, ja? Ja, ja. Alter, nice. Diese Kevin habe ich in mein Herz reingeschlossen, ja? Alter, so, Ehrenmann. Tamo, was redest du? Sag mal leise. Also bitte. Bruh. Wieso, Lilly, was los? Das war voll nett, was dein Vater jetzt gerade gesagt hat. Ja, das ist Problem. Das ist Problem. Ich sag, was nett ist, aber das ist Problem, ja? Ja, okay. Ja, chill. Lass erst mal in die Runde gehen, Mann. Wir berühren uns jetzt alle und fertig. Alles klar, let's go, Tamo. Was geht? Der Mine, der Mann ist ja Schokolatakür. Wie sagst du das? Schokolata hast du jetzt. Der Mine, der Mann ist ja Schokolatakür. Was war? Bom. Digga, was passiert mit Schokolata, Tamo? Ja, wie gesagt, lass mal hier am besten bei der Burg landen. Das ist richtig geil dort. Maltes? Ja? Maltes, ich hab kurz meinen Papa gestimmt, gell? Ja, okay, was ist los? Ich und Kevin sind wieder zusammen. Zu Welt. Was? Warte. Du und Kevin seid wieder zusammen. Hey, dein Vater hat eben gesagt... Er hört mich nicht. Aber dein Vater hat gerade gesagt, dass Kevin und du die beste Freunde seid und dass er Kevin als einen Sohn nimmt. Wie seid ihr jetzt zusammengekommen, Alter? Wenn er das erfährt, dann ist vorbei. Ich schwör's dir. Der wird es nicht erfahren. Weißt du warum? Weil ich und er, wir tun so, als wären wir beste Freunde. Aber im Zimmer machen wir immer rum. Ja, okay. Kevin, Bro, wie fühlst du dich eigentlich jetzt wieder mit Lilly zusammen zu sein? Was sagt eigentlich Leonie? Leonie, weißt du, da habe ich so gesagt, kein Bock mehr auf dich. Und dann habe ich halt wieder mit Lilly zusammen so ein bisschen Bum-Bum-Schakalaka gemacht, weißt du? Okay. Aber weißt du, wir haben Tamo erzählt, dass wir nur Hausaufgaben machen. Ja. So wie früher. Alter, krass, Alter. Ja gut, lass mal wieder mit Tamo reden, der Ehrenmann. Schaut mal, lass mal wieder mit ihm reden. Tamo, Bro, was geht? Ich loote. Was machst du? Ja, Bro, ich mach nix, Digga. Sei mal ehrlich, Tamo, wie geht's eigentlich so in letzter Zeit? Boah, eigentlich sehr gut. Sehr gut. Wir wollten eigentlich heute... Kevin, hörst du mich? Kevin! Ja, was ist? Schauen wir wieder heute Netflix. Ja, wir können zusammen Netflix gucken, aber... Oh, gut, dieser Junge, die jeden Abend kommt zu mir, die machen erst Hausaufgaben und dann schauen wir Netflix an, ja? Du lachst, ja, ne? Papa, durch ihn bin ich sehr, sehr gut geworden in der Schule, wirklich. Aber das Ding, ich muss wirklich sagen, warte mal. Natis, ich hab dir gestummt. Ja? Und ich weiß nicht, was momentan los ist, aber diese Kevin, wie eine Sohn für mich, ja? Ja? Der sagt mir immer, kann ich dir Sujuk bringen, kann ich dir Popcorn bringen? Wir schauen, wir haben jetzt eine Serie angefangen bei Netflix. Jeden Abend kommt er zu mir und wir schauen Netflix an, ja? So lieber Junge. Tamo. Ich hab mich voll getäuscht, ja? Digga, du willst mir jetzt ehrlich sagen, dass Kevin so richtig nett zu dir geworden ist?
ist. Aber Digga, was passiert mit deinem Kopf, Mann? Hä, was denkst du eigentlich, was er... Denkst du, er macht es freiwillig, dass er so nett geworden ist? Wieso nicht? Ja, keine Ahnung, Tamu, ich hab da so ein schlechtes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Der ist jetzt einfach auf einmal nett geworden jetzt zu dir und so. Und so beste Freunde mit deiner Tochter und so. Normal, wir haben so viel durcherlebt. Du weißt selber, was wir alles erlebt haben. Normal. Ja, okay, dann ist pass gut. Auf, wie du redest. Ja, okay. Pass auf, wie du redest. Sorry, tut mir leid, werd doch nicht aggro. Warte kurz, ich muss kurz Pipi machen. Freunde da draußen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Ding ist, Tamu weiß einfach nicht, was los ist. Aber Kevin und seine Tochter verarschen ihn die ganze Zeit mit Hausaufgaben, dies, das. Aber machen die ganze Zeit im Zimmer rum. Und Tamu wird die ganze Zeit verarscht von Kevin. Ich sag euch ehrlich, wenn ich so verarscht werden würde von einem Jungen, den ich so liebe, ich würde komplett durchdrehen. Ich hoffe, die erfahren das jetzt nicht. Also ich hoffe, Tamu erfährt das jetzt nicht. Und ich krieg auch langsam so ein schlechtes Gefühl, ehrlich gesagt. Aber ich sag jetzt mal so, Kevin und so, die sollen ihr jetzt sagen, das, weil ehrlich gesagt finde ich das nicht in Ordnung. Ich bin wieder da, ich habe schnell Pipi gemacht. Okay. Lilly, ich muss dir was sagen, ich habe gerade deinen Vater gestummt. Ja. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann, dass ihr sowas macht. Was denn? Ja, guck mal, das letzte Mal, als ihr zusammengekommen seid, dein Vater ist komplett ausgerastet und so, aber jetzt schon wieder. Hör mir auf mit sowas, Lilly, ich weiß, du bist ein nettes Mädchen und so, aber dass du jetzt so mit deinem Vater machst, dass du ihn einfach verarschst von vorne bis hinten, das geht überhaupt nicht, Mann. Gib ihm doch noch eine Chance, Mann. Musst du wieder mit Kevin zusammenkommen? Ich mag das nicht. Ja, aber so verarschst du ihn, Mann. Sag ihm doch wenigstens die Wahrheit, dass ihr zusammen seid. Ja, aber du weißt ja, was er machen würde. Er würde meinen Kopf kaputt machen. Dann könnte ich nichts mehr machen. Och, Mann, Lilly, was passiert mit deinem Kopf, Mann? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Oma wurde letztens geklaut, ne? Und ich musste voll weinen, aber jetzt bin ich drüber hinweg. Ich weiß, wie du dich fühlst, Mann. Ja, ich weiß, du willst deinen Vater nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich rede mal kurz mit ihm. Vielleicht kann ich was aus ihm herausbekommen, weißt du? Mann, komm helfen, bitte. Tamu? Ja? Wie geht's dir, Bruder, eigentlich so in letzten Tagen? Sehr gut eigentlich, sehr gut. Entspannend. Ja. Wie geht's dir? Ja, Bruder, mir geht's immer gut, Digga, ich schwör's dir. Aber ey, ich bin mal gespannt, wie es Kevin geht ohne Freundin, weil der hat jetzt lange Zeit keine Freundin gehabt. Egal. Der braucht keine Freundin, der hat mich. Ich bin besser als Freundin. Meinst du es? Ja? Meinst du, was das Lustige ist? Mein Papa, der merkt es einfach nicht, wie Kevin ihn manchmal so verarscht. Das ist einfach so lustig. Wie verarscht Kevin ihn denn? Die schauen ja jeden Tag Netflix. Nachdem wir rumgemacht haben, macht er Pause. Und die Pause ist Netflix mit meinem Papa. Ich hab was Gutes und mein Papa hat was Gutes. Das ist euer Ernst? Das ist euer Ernst? Jetzt mal, no joke, schau mal, das ist irgendwie lustig, ja, aber das ist auch komplett ehrenlos. Weißt du, du verarschst gerade deinen Vater. Dein Vater, nein, das ist das Wichtigste in deinem Leben und du verarschst ihn einfach. Ey, Lilly, ich hätte ehrlich gesagt, das war mir nicht gedacht, Mann. Lilly, du bist komplett andere Level, was das angeht. Du bist ein Fuchs einfach. Hör auf, Mann. Ich will nie wieder mit dir spielen, oder du entschuldigst dich bei deinem Vater und sagst ihm die Wahrheit. Ich sag dir ehrlich, Mann, das geht gar nicht. Nein, ich kann das nicht nehmen, Mann. Kevin! Ja? Kevin, ich hab Minis für dich, extra für dich. Komm her, Kevin. Ja, guck, ich hab Medkit für dich. Komm. Hier, komm. Warte, wir tauschen, okay? Ach, Jungs, Freunde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kevin, der verarscht die ganze Zeit Tamu, der Arme, der Tamu, der tut mir so leid, ne, dass er so verarscht wird gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Ach, Mann. Ich hab gerade meinen Papa gestimmt, gell? Ja. Weißt du, was das Lustige ist? Mein Papa und ich, dann haben wir halt beides, was wir wollen, weißt du? Mein Papa hat jemanden zum Netflix schauen und ich hab jemanden zum Rummachen, weißt du? Ja, aber es geht doch nicht immer um Rummachen und Küssen und so. Das kann doch nicht sein, Lilly. Hör doch auf, mal gerade. Aber ey, Natus, wir sind doch dann beide glücklich. Warum dürfen wir nicht das machen? Boah, das ist doch einfach besser für uns und für Tamu. Tamu ist glücklich und der denkt, dass wir halt Freunde sind und ich der bei Mathe helfe. Und er ist halt glücklich, weil Lilly bessere Noten angeblich schreibt. Und ich bin glücklich und Lilly ist auch glücklich. Ja, das... Alle sind glücklich, Happy End. Deswegen verstehen's bitte. Ey, ich kann das nicht, Mann. Mein Herz tut weh. Ich bin ein guter Mensch. Ich kann sowas nicht für mich behalten. Ich krieg ein schlechtes Gewissen, wenn ich Tamu jetzt nicht die Wahrheit sage. Entweder ihr sagt jetzt ihm die Wahrheit oder ich sag ihm die Wahrheit. Der blöde Tamu wird dir eh nicht glauben. Guck mal, ich bin ihm ans Herz gewachsen. Wie soll der dir noch ist glauben? Bro. Sag doch nicht so, Mann. Tamu, I love you. Ich weiß nicht. Tamu, ich muss dir was sagen. Hey, nein! Der wird das so nicht glauben. Nein, sag's nicht.
Mann, sag's nicht. Ich kann es nicht, kann nicht lügen. Tammo, bist du da? Hallo. Doch, sei leise, bitte, wenn du mich liebst. Aber ich weiß nicht, wo Tammo ist. Er beantwortet mir nicht. Ja, ich hab kurz sein Internet rausgezogen. Was hast du gemacht? Ja, er wird gleich mal nicht in deiner Kopfhörer, meine ich. Ja, okay. Aber sag ihm das mal bitte. Das ist komplett ehrenlos, was ihr da abzieht, Mann. Du kannst doch nicht deinem Vater sowas antun. Jetzt mal im Ernsthaft. Hallo. Tammo, hallo. Mann. Hallo. Hi, Tammo, ich muss dir was sagen, Bruder. Bitte. Bitte. Was ist los? Es ist komplett wichtig, Digga. Aber warte, Wolf! Bevor du was sagst, muss ich dir was sagen. Ja? Kevin, ich habe Überraschung für dich. Ja, sag mal. Kevin, du weißt, du bist doch großer Bayern München-Fan. Ja. Ich habe Champions League-Karten. Nur wir zwei. Kevin, nur wir zwei. Nice, Tammo. Ihr geht Champions League zu zweit, oder was? Ja, wir gehen Champions League Fußball gucken mit Kevin. Aber Tammo, ich muss dir was sagen. Tammo. Nein, hör auf, Mann, nicht das. Tammo, ich sag dir jetzt ehrlich, ne? Ich stumme auch jetzt niemanden. Ich sag dir jetzt komplett die Wahrheit. Lilly und Kevin haben dich die ganze Zeit verarscht. Die sind immer noch zusammen. Was? Bruder, die haben dich verarscht, Mann. Was verarscht? Tammo, glaub nicht. Der lügt. Glaub nicht dran, Papa. Wie verarscht? Hä? Was nicht glauben? Tammo, hab ich dich jemals verarscht, Mann? Deine Tochter ist ein Fuchs. Die sagen, dass die dich immer verarschen, dass die dich zum Netflix benutzen und dass sie dich mit anderen Sachen benutzen. Und die sind immer noch zusammen, Lilly und Kevin. Nein, wir sind nicht zusammen. Glaub nicht, bitte, glaub mir, Papa. Kevin verarscht dich die ganze Zeit, vertrau mir. Hey, das stimmt nicht. Guck mal, Tammo, du musst mir mittlerweile vertrauen. Ich war jeden Tag mit dir Netflix am Chillen. Guck mal, wie soll ich denn? Ich war doch gar kein einziges Mal mit Lilly irgendwo machen, außer Mathe üben. Und dort haben wir Mathe geübt. Du weißt, die hat bessere Noten und so geschrieben letzter Zeit. Ja. Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Ey, das kann doch mal. Ich hab's schon geschaltet. Ja, Tammo? Du weißt schon, was du sagst, oder? Tammo, ich schwör auf meine Mutter, das ist keine Lüge. Ich soll jetzt was passieren mit meinem Kopf machen, wenn ich lüge. Ich schwör's dir. Ich lüge nicht, Tammo. Ich schwör's dir, Mann. Die verarschen dich die ganze Zeit. Nein, das lügt. Nicht glauben, Papa. Nicht glauben, bitte. Tammo. Mann, du mich liebst, glaubst du. Ich werde langsam verrückt. Kevin. Kevin! Ja, Tammo, bitte glaub ihm nicht! Du musst uns vertrauen! Bitte, Kevin. Du hast doch... Ja, sag! Kevin, ja. Sei ehrlich jetzt zu mir. Sei bitte ehrlich. Kevin, sag ihm die Wahrheit, Mann. Es tut mir leid, Tammo. Ist das wahr, was Nate sagt? Lilly, ich kann ihn nicht weiter anlügen. Mann, sei leise, wenn du das machst, dann bin ich sehr sauer auf dich. Dann gibt's keinen Gangbang. Lilly, halt deine Mund! Mann. Du lügst die ganze Zeit. Lilly, halt deine Mund! Tammo, guck, ich weiß, guck, du kannst mir doch verzeihen bestimmt, oder? Hastig dich! Nein. Er meint was anderes. Er hat aus Versehen deine Vase kaputt gemacht. Das meint er, ob du ihm verzeihen kannst. Ach, er hat nichts Schlimmes gemacht. Was, Lilly, hör doch auf, Mann. Es reicht jetzt langsam. Tammo, die lügen dich die ganze Zeit an. Vertrau mir. Tammo, habe ich dich jemals angelogen? Ich habe dir immer die Wahrheit gesagt, weil du wie ein Bruder bist für mich. Und die verarschen dich. Hört mal auf. Mein Herz gerade, ich bekomme gerade Krise, ja? Was ist das für Scheiße, ja? Mann, glaub dir nicht. Vertrau mir, wirklich. Sei du still. Wirklich, du bist mir wichtig, Papa. Ich würde dich nicht anlügen. Niemals. Euch, Mann. Kommt mir doch helfen. Ach, Mann. Tammo, es tut mir leid, aber ich hab dir jetzt die Wahrheit gesagt. Das ist sowas. Es stimmt. Kevin, gib's doch zu, dass es stimmt. Gib's doch zu. Aber nein, es stimmt nicht. Aber Tammo, wir kennen uns so lange. Warum darf ich nicht mit Lilly zusammen sein? Ah, da haben wir's. Oh, ihr habt mich alle. Du hast mich ausgenutzt. Kevin, du hast mich ausgenutzt. Hab ich nicht. Du hast mich ausgenutzt. Nein, Papa. Du hast mich betrogen, Kevin. Der hat ihn nie betrogen. Der liebt dich wirklich, aber du bist halt, keine Ahnung, du hast einfach nicht gecheckt, da haben wir es ausgenutzt. Ey, das kannst du doch nicht machen, Lilly, Mann. Das ist ehrenlos, over 9000. Gib mal Medikit, Bro. Was, Medikit? Diese drei Leute helfen doch mir. Okay, Papa, sei mir aber bitte nicht so. Aber möchte ich alle holen? Nein, mir egal. Nein! Kevin! Kevin! Ja, was willst du, Tammo? Warum kannst du es nicht einfach verstehen? Ich liebe Lilly! Ja! Was, Lilly? Ich dachte, wir sind Freunde! Hä? Ich hab dir eine Uhr geschenkt! Du hast mir gesagt, ich will nichts mit dir anfangen! Was machst du? Ist dein Kopf kaputt, Junge? Hä? Ist dein Kopf kaputt? Bist du bekloppt? Nein, Tammo! Bitte beruhig dich! Ach, Mann, Digga! Kevin, beruhige! Was, ey? Bitte beruhig dich! Nein! Doch, du beruhigst dich! Lilly, du hast mir auch versprochen, dass du nichts mehr machst! Was machst du? Ja,
Der hat so einen schönen Dürüm mir gemacht. Was? Und dann dachte ich mir so, ja komm, lass uns zusammen essen. Ja, und dann haben wir was gegessen, so ein Dürüm. Und dann hat er zu mir gesagt, so willst du zu mir? Ich habe gesagt, okay. Und dann sind wir halt ins Bett gegangen. Ey, Lilly, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Du hast aber deinen Vater verarscht, du hast mich verarscht. Du hast sogar, im Endeffekt, deinen Freund verarscht. Ey, Lilly, das kannst du nicht bringen. Ich sag dir vom Bruder zu Schwester, entschuldig dich bei deinem Vater, dann ist alles gut. Dann ist alles gut, aber erzähl ihm lieber nicht, dass ihr so viel rumgemacht habt und dass du schon dein erstes Mal hattest, sonst rastet er komplett aus. Sag ihm das bitte nicht. Ja, okay. Papa? Was ist? Es tut mir nicht leid. Ich liebe Kevin, du musst es verstehen. Du liebst nicht Kevin. Doch, ich liebe Kevin. Nein. Doch, Damut, sie liebt mich und ich liebe sie. Also versteh es endlich, Mann. Ich sag dir, warum schreist du meinen Papa an? Ich schrei nicht an. Ich darf meinen Papa anschreien. Da ist mein Papa. Kevin, Mann, hör doch auf mit den Faxen, Digga. Ich hab keinen Bock, Mama, gerade hier alle. Tamo, ich muss dir was sagen. Stumm mal bitte alle, Tamo. Bruder, wie kannst du dich als Mann von so einem Kind verarschen lassen? Das verstehe ich langsam nicht. Keine Bock mit diesen Kopfschmerzen, andauernd keine Bock mehr. Und da hab ich gedacht, wenn ich mit so tue, ob Freund, dann viel besser, ja? Tamo, nicht immer sauer sein. Es gibt keine Freundschaft zwischen Freund und Ex-Freundin, die sogar geschwängert wurde, die sogar in Psychiatrie gegangen sind. Tamo, das sind keine normalen Freunde, vertrau mir. Das ist vorbei. Nein, Tee. Weinst du, Bruder? Nein, ich hab Magenkrämpfe. So, ich dachte, du weinst. Nein, nicht mehr. Wegen so einer Pisser mache ich nichts weinen. Tamo, gute Einstellung. Hör auf, Mann. Das ist Lilly und so ist komplett. Ey, Lilly, was du gemacht hast, hör auf. Tamo, bitte. Ja, okay, ich will mich entschuldigen. Ich hab's echt verstanden. Das tut mir wirklich leid. Wirklich. Aber. Papa, du musst verstehen, dass ich Kevin liebe. Ich hab mich die ganze Zeit angelogen. Ich hab dich nicht angelogen. Kevin hat dich angelogen. Du warst dabei. Was? Du hast gesagt, Hausaufgabe machen. Immer gelogen, du. Immer gelogen. Ja, aber ich hab nie gesagt, dass wir nicht zusammen sind. Aber ihr habt Bum-Bum-Bum-Schakalaka gemacht im Zimmer. Gerade hier, Digga. Hast du das gehört? Wie? Was? Der hat es mitbekommen, WhatsApp. Da hast du ja uns zugehört. Nein, nichts zugehört. Ja, du hast uns gelauscht. So was macht man nicht. Nein, ich hab selber gemacht. Hab doch zugegeben. Ja, aber du hast doch gehört, dass wir Bum-Schakalaka gemacht haben. Nein, das hat die Kevin gesagt. Lügen darf man nicht. Nee. Ich lüge nix. Du lügst. Tamo, Bruder. Weißt du was? Sag einfach denen, die sollen den Kontakt abbrechen. Dann regeln wir jetzt das Ganze, okay? Ich hab lang genug angeschaut, diese bekloppte Scheiße hier. Ganz viel zu viel. Ich hab viel zu viel Freiheit gegeben. Für dich, Kevin, ich dachte, wir sind gute Freunde. Sick dir geht, Kevin. Sick dir geht. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Sick dir geht. Keine Kontakt mehr. Lilly, wenn du einmal Kontakt hast, ich bring euch beide. Ich mach euch kaputt. Beide mach ich kaputt. Es reicht mir langsam, okay? Nein. Okay, nein, doch. Bitte! Was? Nein! Tamo, ganz ehrlich, wir haben uns geliebt! Guck mal, es war alles gut! Guck mal, Lilly hätten wir es bloß nicht nächstes erzählt! Mann, nächstes, warum hast du alles Tamo erzählt? Junge, was soll ich denn machen, Mann? Ich war ein guter Mensch! Nein, Digga, ich lass jetzt schon mal Bock mehr! Schau, Mann! Ciao! Zick dir geht! Mann, du darfst nicht so reden mit meinem Freund! Ich geh auch, ich hab keinen Bock mehr! Tschüss! Geh da doch! Mann, Tamo, Digga, es tut mir so leid, Bruder! Ich wollte es gar nicht, Mann! Ich stehe jetzt bestimmt als 31er da, Tamo! Nein, du hast das Beste gemacht. Ich wollte das nicht, Tamo. Die haben dich verarscht. Und du bist ihr Vater. Die haben das nicht verdient, Mann. Und es tut mir so leid, Mann. Es tut mir den leid und es tut mir so leid, Mann. Was machst du über meinen Kopf, Mann? Community, lasst auf ihren Like dabei. 10.000 Likes kommt der zweite Teil, wo ich mit Kevin und so rede, wo wir sie versuchen, mit Tamo wieder zu vereinen und dass wir ein Problem lösen. Aber das machen wir erst bei 10.000 Likes. Lasst jetzt auf ihren Like da. Abonniert den Kanal. Wir sind kurz vor 200.000 Abonnenten. Wenn wir das schaffen würden in den nächsten Monaten, das würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir die 200k erreichen würden. Folgt mir auf Twitch, da heißt ich I'm Natist, komm jeden Tag streamen. Und wie gesagt, folgt mir auf Instagram, falls irgendwann mal was passieren sollte. Schaut unbedingt bei Tamo vorbei, macht mal bei ihm die 30k voll, jetzt kurz vor 30.000. Schaut bei Lilly vorbei, macht bei ihr die 25k voll. Und bei Kevin könnt ihr gerne die 3000 Abonnenten voll machen. Ansonsten könnt ihr auch gerne Creator Code in Item Shop eintragen, und zwar I'm Natist. Kuss geht raus an die stabilste Community der Welt. Ich liebe euch alle, ciao, ciao.